Moin Leute von heute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute reviewen wir Fernando Morientes. Er ist 1,86 groß, hat Hochmittelarbeitsraten, sein starker Fuß ist rechts und 4 Sterne Kopfball, 4 Sterne Spezialbewegung und 4 Sterne schwacher Fuß. Das ist nicht mein Fernando Morientes, deswegen ist er nicht so gut von den Stats gewesen. Und ja, auf jeden Fall Engine auf ihn klatschen ist perfekt. Seine Tempowerte sind überschaubar, aber mit Engine geht's echt klar. Sein Schuss ist einfach perfekt. Sein Passen und sein Effet, ja. Sein Effet müsst ihr auf jeden Fall auch, wie gesagt, mit Engine ein bisschen pushen, sonst wird es echt schwierig. Sein Dribbling ist mega, mega gut. Sein Kopfball ist auch fast perfekt. Er hat genügend Ausdauer, genügend Stärke und genügend Sprungkraft. Und dazu noch den Perk, ja, Powerkopfball. Und damit ist er echt verdammt gut. Und ja, in dem Team habe ich ihn gespielt. Das kennt ihr ja bereits aus dem Benzema-Review. Und ja, er hat da in der 4-4-2 als linker Stürmer gespielt und ich schwör's euch, es hat sich echt gelohnt. Also der Typ hat Tore bei mir gemacht, der hat mich wirklich durchgecarried. Das war nicht mehr witzig, also der ist wirklich auf jeden Fall lohnenswert. Als ich ihn damals gekauft habe, hat er ungefähr 300k gekostet. Jetzt kostet er, glaube ich, 260. Ihr müsst ihn dann kaufen, wenn er auf jeden Fall gerade wieder ein bisschen weiter unten ist. Und ihr seht es im Hintergrund, der Typ haut euch jede Bude rein. Also was der für Tore gemacht hat, das ist unglaublich. Longshot aus der Nähe und ich habe vorher Teams gespielt, da habe ich Rashford als Typen mit dem meisten Schuss gehabt und ich wusste nicht den Unterschied. Dann habe ich Benzema Morientes gespielt und dann wusste ich endlich, wie es sich anfühlt, gegen diese Torhüter dieses Jahr Tore zu machen, weil ich es echt gut hingekriegt habe mit ihm. Also, er war echt krank gut. Ja, Morientes hat auf jeden Fall diesen Schuss, den er braucht. Er ist auf jeden Fall auch im Passen nicht allzu schlecht, wie seine Stats es jetzt sagen, aber ja, also seine langen Pässe sind halt echt nicht gut, aber auf kurze Distanz kann er auf jeden Fall was leisten und es ist auf jeden Fall lohnenswert, ihn da auch mal auszuprobieren. Und ja, auch gefühlt jeder Schuss ging rein, also das war, also was der Typ für Schüsse hat und sein Tempo viel besser als man denkt, also er fühlt sich manchmal ein bisschen wie so ein fetter Bus an, den man versucht irgendwie zu parken. Aber manchmal fühlt er sich dann auch einmal wie Lionel Messi Prime an, weil er auf einmal so einen Boost bekommt. Keine Ahnung, was das ist. Ist einfach echt für einen Spieler, der so wenig Dribbling hat, echt, echt mega, mega gut. Und seine Pässe kommen halt auch immer, ja, die Flanken kommen auch immer perfekt auf ihn. Er macht eigentlich so gut wie jeden Kopfball rein, den er wirklich dann auch bekommt. Sei denn, ihr verkackt ein bisschen beim Schießen, aber sonst, ja. Und ja, Morientes auf jeden Fall, ich kann ihn euch wirklich nur empfehlen. Wir werden am Ende noch ein kleines Fazit zu ihm machen. Ich meine, hier seht ihr noch die ganzen Clips, von wo er Tore macht, von wo er keine macht hier. Das war auch wirklich, also ich habe es einfach mal versucht, warum nicht? Und er geht einfach perfekt rein. Und das war sogar nach dem Update. Also hier seht ihr wirklich, ja, jeder Ball geführt drin. Die Gegner haben echt gar keine Chance. Also, was der Typ für Tore bei mir reingemacht hat, das ist ja, auch mit links, mit rechts, beide Seiten, also sein schwacher Fuß fühlt sich nur bei Finesse-Schüssen sehr schlecht an, sonst fühlt er sich eigentlich immer perfekt an, auch bei Longshots und so. Und hier auch mal im Dribbling, warum auch nicht, kann er auch reinmachen, hat er keine Probleme mit. Und ja, hier auch nochmal einfach einen schönen Dragback, so halb irgendwie und dann in den Winkel. Und mit ihm bin ich jetzt auch Liga 2 gekommen und nun kommen wir zum Schluss auch noch zum Fazit und der Bewertung und ob ihr euch den kaufen solltet oder es eher lassen solltet, weil es gibt einen großen Nachteil in ihm. So, und was kann ich jetzt zum Morientes abschließend sagen? Zu seinem Tempo auf jeden Fall nur eine 7 von 10, selbst Benzema hat sich für mich schneller angefühlt, aber es ist okay. Sein Schuss eindeutig eine 10 von 10, sein Passen kriegt von mir nur eine 6 von 10, sein Dribbling kriegt von mir aber auch eine, ja, 8 von 10, das war ganz gut. Seine Physis kriegt wiederum eine 10 von 10, die hat sich echt wirklich perfekt angefühlt. Aber für seinen Preis von 250k ist es halt schon ein bisschen teuer. Müsst ihr wirklich selber sehen, ob ihr euch das leisten könnt. Und ja, das gibt nämlich deswegen da nur eine 5 von 10. Ja, und overall muss ich dann sagen, fand ich trotzdem eine 8, weil man kann ihn noch gut linken und er hat mir echt auch viel gebracht. Also sein Schuss war eigentlich für mich auch eine 11 von 10, eine 12 von 10. Deswegen doch noch eine 8. Und ja, das war es eigentlich mit dem Video. Wir sehen uns dann am Sonntag wieder.
Ciao mit Au.